Servus, grüß euch. Der Sommer ist vorbei, die Honigernte ist eingefahren und abgefüllt im Eimer. Und jetzt habe ich was Neues entdeckt, nämlich einen DNA-Analysetest. Dann kann ich meinen Honig testen. Getestet werden da die Pollen im Honig. Und ja, da habe ich jetzt hier so eine Packung bekommen von der Firma. Da drin ist die Bedienungsanleitung, wie das Ganze funktioniert. Zunächst muss man sich registrieren, ein Konto erstellen und dann geht's los. Man bekommt also eine Nummer, einen Becher. Sieht ein bisschen aus wie bei der Urinprobe. Da ist eine Verdünnungsflüssigkeit drin. Dann haben wir hier eine Pipette und ein Röhrchen, in dem die Probe dann eingeschickt wird. Das ist also sehr gut detailliert beschrieben, wie das Ganze funktioniert. So, da ist so ein Becher dabei, so ein Probenbecher. Da ist eine Lösung drin, eine Verdünnung. Und da wird jetzt erstmal ein bisschen was von dem Honig eingefüllt. Ich habe mir jetzt einen Eimer genommen, in dem eine Sommertracht drin ist. Da habe ich die größte Vielfalt. Da bin ich gespannt. So, sieht echt aus wie eine Urinprobe. Jetzt wird das gut geschüttelt. Also es wird empfohlen, flüssigen Honig zu nehmen. Bei kandiertem Honig braucht es natürlich entsprechend lange, bis der sich dann irgendwann mal aufgelöst hat. Nach einer Zeit hat sich der Honig aufgelöst in dieser Verdünnungsflüssigkeit. Und jetzt habe ich hier eine Pipette dabei. Da ziehe ich jetzt eine Probe aus dem Honig. 2 Milliliter soll man da rausnehmen. Und dann ist das Probenröhrchen dabei. Da wird die Honigprobe reingefüllt. Und fertig. Wenn ihr dann eure Probe gezogen habt und in dem Röhrchen abgefüllt habt, dann ist hier noch die Nummer dabei. Mit einem Aufkleber. Die kommt dann drauf aufs Röhrchen. Wird hier aufgeklebt. Ja, jetzt kommt das Ganze wieder zurück in die Schachtel, geht in die Post und in circa 4 Wochen kriege ich die Analyse zurück und ich bekomme dazu auch einen QR-Code. Den kann ich dann auf mein Honigglas kleben und meine Kundschaft kann dann auch sehen, was ist denn überhaupt drin in meinem Honig. Ja, die können den QR-Code auslesen und kriegen also die gleiche Analyse frei ausgeliefert. Jetzt sind ein paar Wochen rumgegangen. Der Honig ist jetzt endlich im Glas. Und von der Farbe her würde ich sagen, das ist Rapshonig. Aber ich weiß es jetzt ganz genau, was drin ist. Ich habe die Analyse zurückbekommen. Mit der Analyse waren dabei QR-Codes. Die habe ich hier aufs Glas aufgeklebt. Ja. Damit kann jetzt meine Honigkundschaft ganz genau feststellen, was ist denn tatsächlich drin in diesem Honig. Und da gab es auch für mich eine große Überraschung. Meine Bienen waren zum Großteil im Kohl. Ich wusste gar nicht, dass wir so viel Kohl auf den Feldern haben. Und dann habe ich mir das genauer angeguckt. Ich habe also hier über 50% Rübsen, auch bekannt als Rübsamen, oder fast 30% Gemüsekohl. Und dann habe ich mir das angeschaut, was das für Pflanzen sind. Und siehe da, die sehen aus wie Raps. Und der Biologe von der Uni in Innsbruck,
die also zuständig sind für diese Analysen, der hat mich aufgeklärt, es handelt sich tatsächlich beim Raps um eine Kohlart, das sind alles Kreuzblütler. Wir als Laien können die nicht auseinanderhalten, das kann also nur der Biologe unter dem Mikroskop, der kann das anhand der Pollen, kann der das ganz genau unterscheiden. Und natürlich auch diese DNA-Analyse weiß dann ganz genau, was für eine Kohl- bzw. Rapssorte der Bauer da gepflanzt hat. Unter anderem waren meine Bienen auch im Wald Vergissmeinnicht und Brombeeren und Erdbeeren und Bergahorn und Weißklee und ach, die ganze Palette, alles ist drin. Ich bin begeistert. Die sind also sehr fleißig unterwegs gewesen und spannende Geschichte. Wenn ihr da mitmachen möchtet, geht ihr auf die Seite von der Trachtanalyse.com. Das ist die Homepage. Geht da auf den Shop und kommt dadurch in den Warenkorb rein, beziehungsweise in die Produktpalette. Und da könnt ihr jetzt eure Trachtanalyse mit oder ohne Etiketten bestellen. Wer also wie ich das Glas vom Deutschen Imkerbund nimmt, der muss Etiketten entweder kaufen oder selber produzieren und aufkleben. Wenn ihr eure eigenen Etiketten produziert, könnt ihr die direkt ins Etikett mit einbetten, diese QR-Codes. Eure Kunden sehen dann also das Bild hier. Und ihr als Imker, ihr könnt also noch ein bisschen tiefer gehen. Ihr könnt also die Analyseergebnisse in maximaler Auflösung euch anschauen. Und sehr spannende Geschichte, wo sich unsere Mädels so rumtreiben den ganzen Tag. Ah, ihr habt noch was vergessen. Den Gutscheincode. Wenn ihr im Warenkorb den Gutscheincode Ullmann eingebt, dann gibt es nochmal 5% für euch. Dann wird das Ganze noch ein bisschen günstiger. In der Videobeschreibung findet ihr sämtliche Links. Da werde ich mal versuchen, ob ich diesen QR-Code auch mit einbetten kann. Dann könnt ihr euch anschauen, was in meinem Honig so drin ist. Und bis dahin, Servus. Der Honig ist geerntet, es ist alles im Eimer. Sprichwörtlichen Sinne. Machen wir nochmal.